Hallo, im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie so ein E-Mail-Header aufgebaut ist und wie man den so lesen kann. Und in diesem Video will ich euch zeigen, wie man einen Fake-Header erkennen kann. Also, ich habe hier einen dabei. Hier unten wäre dann eben noch from und to und diese ganzen Geschichten. Und das hier wird ja eingetragen von dem Mail-Programm. Und hier sind jetzt verschiedene Receive-Zeilen. Wir hatten im letzten Video ja gesehen, mache das jetzt gerade noch mal hier auf, dass praktisch sich diese Receive-Zeilen aufeinander beziehen. Also dass der by hier dann in der nächsten Receive-Zeile im from steht. Das ist ein sehr wichtiges Erkennungsmerkmal bei Fake-Headern, weil die sind oft sehr schlampig gemacht. Also hier steht Tilg Barnes, hier steht was komplett anderes. Hier steht this domain L, aber hier steht was komplett anderes. Hier steht Alcoholic, hier steht schon wieder was komplett anderes. Hier steht M Drost und hier steht schon wieder was komplett anderes. Also allein dadurch, wenn diese Zeilen sich überhaupt nicht aufeinander beziehen und nicht nachvollziehbar sind, dann habe ich hier schon mein erstes Fälschungsindiz. Das nächste, was ich überprüfen kann, ist, stimmt der Domainname überhaupt mit der IP-Adresse überein? Und das kann ich ja mit Whois-Diensten sehr schön machen, indem ich entweder über die Oberfläche von sowas wie Central Ops die Abfrage mache und die sagen, ich kann noch nicht mal diese Domain finden. Oder das hier. Da gibt es jetzt ein Mail, die Domain gibt's und die hat das Netzwerk 87 76160. Schauen wir mal die Domain an, die hier drin steht. Hier steht was mit 60. Also die Domain passt nicht zur IP-Range. Also das wäre ein Fälschungshinweis. Dann ist natürlich wichtig zu gucken, stimmen die Einträge überall überhaupt? Weil ich meine, das ist ja ein standardisiertes Protokoll. Und wenn es Standards gibt, dann sollte eigentlich dasselbe immer an der richtigen Stelle stehen. Und dann sehen wir hier schon, was hat hier an der Stelle ein Datum zu suchen. Das ist ja auch absoluter Quatsch. Was man auch zum Beispiel angucken kann, ist eben die Zeitläufe, passen die? Also hier war diese Mail angeblich 13 Minuten unterwegs, hier 17 Minuten und so weiter. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass das vor allem gehäuft so stark passiert, weil also Elektronen laufen durch die Leitungen in Lichtgeschwindigkeit. Warum sollte das da 17 Minuten, 13 Minuten und so weiter und so hier 12 Minuten, warum sollte das so lange brauchen? Aber man muss aufpassen, weil hier habe ich zum Beispiel den Sprung von 25, hier war ich bei 0,10. Diese 15 Minuten von 0,10 zu 25, die sind also zu viel. Aber hier ist ein Zeitzonenwechsel drin. Hier war es 0500, hier ist 00. Das heißt, ich habe hier 5 Stunden Unterschied von der Zeitzone. Also da muss ich eigentlich immer aufpassen. Passen die Zeiten, aber mich von der Zeitzone nicht aus dem Konzept bringen lassen. Genau. Das hier ist kein Fälschungsmerkmal. Das ist ein Fehler, der mir beim Rumkopieren passiert ist, dass da irgendwie Leerzeichen reingekommen sind. Das heißt, also wenn das alles jetzt hier so Quatsch ist, woran erkenne ich eigentlich dann, was der richtige Absender war? Also der hier ist es ja offensichtlich nicht. Und da muss ich jetzt eben von oben gucken. Und auch hier, das hier das ist durch mein Rumkopieren passiert. Ups. So. Also,
Das hier im Endeffekt ist, er hat es von one.com bekommen und mit einer 10er IP-Adresse. Jetzt, wenn ich weiß, dass eine 10er IP-Adresse ist, eine private IP-Adresse ist, das heißt, das ist im privaten Netz, im internen Netz von one.com gewesen. Also scheint es noch zu passen, dass dieser Mailbot Public, was weiß ich auch immer, den gibt es wohl im internen Netz und das ist auch hier dabei. Also dieser Eintrag passt. Und das heißt, der hat aufgezeichnet, dass er von dieser IP-Adresse was bekommen hat. Und diese IP-Adresse hat sich Yahoo Japan genannt. Na, das können wir jetzt ja auch mal schnell überprüfen, wem diese IP-Adresse hier gehört. Und ja, wie wahrscheinlich ist es, dass Yahoo Japan in Kasachstan? Genau. Yahoo Japan, da kann ich hier, das ist das Schöne, was Central Ops macht, dass halt nicht nur eine Domain, sondern auch gleich die IP-Adressen zur Domain abfragen, wenn ich dann in diesen Network-Bereich komme. Also Yahoo Japan hat 183 IP-Adresse. Hier steht eine Zweier, also das passt auch einfach absolut nicht zusammen. Das heißt, wir wissen, es kam zwar von dieser IP-Adresse. Das hier ist falsch. Das heißt, dieser Fake, der kam von hier. Jetzt könnte man halt überlegen, ja, wie kann das sein, dass von dieser IP-Adresse das kommt? Das könnte jetzt ein gekaperter Rechner sein, der als Spamschleuder verwendet wird oder ähnliches. Also gibt es mehrere Ursachen, aber wahrscheinlich liegt irgendeine Art von Hacking vor oder dass der Rechner halt irgendwie infiziert wurde. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass das tatsächlich ein System ist, von dem einer, der davor sitzt, das versendet hat. Das glaube ich nicht. Und jetzt noch die große Frage: Wie kann es sein, dass diese Einträge überhaupt drinstehen? Da kommen wir nochmal zu unserem Schaubild, weil was hier im Endeffekt gemacht wird, ist das vor dem Versand, kann ich das hier nicht editieren, doch, dass vor dem Versand hier einfach zusätzliche zusätzliche Einträge reingeschrieben werden. Und die halt auch ziemlich wahllos und sinnlos und nicht durchdacht sind. Aber im Endeffekt an dieser Stelle wird der Mail-Header manipuliert. Und in dem Fall hatten wir ja nur einen Rechner dazwischen. Das heißt, den hier gab es schon gar nicht, sondern die Mail ging dann direkt von dem hier. Und der hat dann eben noch eingetragen, ich bin Absender, ich habe es von diesem Absender bekommen, ich bin der MX. Ach doch, wir hatten einen zweiten Eintrag intern. Aber also vom Prinzip her, hier an dieser Stelle manipulieren die das und wie können sie das? Ihr könnt es ja mit eurem Thunderbird oder so nicht einfach manipulieren. Naja, die haben halt einen eigenen Mail-Server unter der Kontrolle und da können die solche Sachen natürlich machen. In dem Moment, wo ich Herr über den Mail-Server bin, kann ich da auch entsprechende Sachen machen oder wenn ich spezielle Mail-Programme oder was weiß ich manipuliere. Da gibt es so viel da draußen. Aber ja, ich hoffe, euch ist jetzt klar geworden, wie man so einen Mail-Header analysiert, dass man eben wirklich diese Bezüge zwischen den Zeilen überprüft, dass man die Plausibilität der Einträge überprüft, dass man die Zeitläufe überprüft und so weiter. Da, weiß nicht, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, aber ich meine, dass Local an dieser Stelle auch nicht stehen dürfte, sondern dass da eben SMTP oder ESMTP oder so stehen müsste. Also, dass wir auch hier nochmal Quatsch drin haben. Jo, also, dann viel Spaß beim Mailheader auswerten. Macht's gut. Ciao, ciao.